ich will ein TK Maxx Haul machen. Ich glaube, jetzt wird schon wieder langsam Zeit. Ja, ich war diesen Monat sehr, sehr böse und habe echt viel Geld ausgegeben. Auch Primark, da kommt dann ein Haul dann noch dazu. Ja, fangen wir mal an, damit ich die Sachen auch in die Wäsche geben kann. Ich hoffe, ich raschel nicht zu viel. Ups, machen wir das lieber so. So, als allererstes habe ich hier ein grünes, ganz schlichtes, langes T-Shirt. Wieder von Vero Moda. Das hat gekostet 4,99 €. Ich mag ja dieses grüne T-Shirt, das ich habe, das hat genau dieselbe Farbe. Und ich war mal am Anfang nicht... Sorry. Ich war mal am Anfang nicht sicher, ob ich das nehmen soll oder nicht. Aber ich habe es mir dann doch genommen, weil das im Herbst mit einer Lederjacke ist sicher ungeil. Ich stehe auf grün, ihr seht was. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll. Ich habe auch Unterhosen gekauft. Nur ganz kurz. Beim TK Maxx, das ist so ein Dreierpack gewesen. Dann habe ich mir gekauft, da fühle ich mich aber noch nicht ganz so wohl. Ich kann euch ein Tragebild einblenden. Ich fühle mich da drin nicht so wohl, wenn man da meinen Bauch ein bisschen sieht. Aber ich fand die Ärmel so schön. Ihr seht das ja auf dem Foto. Also das ist wirklich schön. Es handelt sich um das hier. Ich finde das jetzt für den Herbst auch, das ist so schön. Eine Dame hat das gesehen, dass ich das bezahlt habe und sie hat mich gefragt, woher ich das habe. Und dann habe ich, weil da war der Roman dabei, dann habe ich ganz hämisch gelacht, weil sie das nicht mehr sicher gekriegt hat, weil ich habe das letzte erwischt. Da bin ich mir sogar sicher, dass das das letzte war. Ich glaube, das war ein bisschen, ja, das war ein bisschen teurer, das hat 17,99 € kostet. Aber ich fand das so schön. Ich kenne die Marken leider nicht. Ich suche mir immer Wildflower. Sagt mir überhaupt nichts. Aber das fand ich so schön vom Design her und so. Also war genau meins. Dann habe ich noch eins, wo ich ein Tragebild habe und in das habe ich mich sofort verliebt. Wirklich verliebt, das ist so schön. Das hat hier sogar so ein... Hat das ein Zip jetzt oder nicht? Nein, doch nicht. Aber es schaut so aus, als hätte es ein Zip. Ihr seht es auf dem Tragefoto, dass da so ein bisschen die Oberarme frei sind. So sieht das aus, es hat ganz viele Nieten. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass mir die Nieten runtergehen beim Waschen. So sieht das aus und das Oberteil sieht so aus. Und das ist ein, am Schluss, ich hoffe, man kann es jetzt sehen, ist es ein bisschen länger. Das war, glaube ich, auch nicht günstig. Oh ja, 9,99 €, das war relativ günstig, das war jetzt nicht so teuer. In das habe ich mich echt verliebt. Wirklich verliebt. Ich habe wieder ein Höschen. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll. Ich finde das irgendwie, ich kann euch sagen, wie viel es kostet hat. 3,99 €, hat hinten ein Mäschchen. Ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Weil ich habe beim Primark, habe ich auch mir BHs gekauft und noch was. Auch Unterwäsche. Schreibt es mir in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ja, weil vor kurzem habe ich ja noch über BHs gejammert. Also schreibt es mir gerne. Ich werde natürlich keine Tragebilder einblenden, aber schreibt es mir bitte, wie ihr das finden würdet. Dann habe ich von Vero Moda so ein rotes, so ein dunkelrotes T-Shirt mir gekauft. Das hat auch 4,99 € gekostet. Ihr wisst ja, ich liebe diese T-Shirts von Vero Moda. Das habe ich nicht alles auf einmal gekauft. Das war noch vom letzten Monat und eben von diesem Monat. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber das wisst ihr, weil ich mache ja bei TK Maxx immer so einen Sammelhaul, weil sich das immer kleinweise anhäuft. Dann, da habe ich auch ein Tragebild davon, habe ich mir ein Melonekleid gekauft. Und mir, ich habe mit jemandem geschrieben, die... Ich habe es mir in S gekauft. Ich habe da zwangsmäßig reingepasst. Es hat mir natürlich nicht so gut gefallen, aber weil es das letzte war und ich das unbedingt haben wollte, das Melonekleid... So sieht das aus. Habe ich mich da reingezwängt, ja. Nach ein Tagen, das ist kein Deutsch, nach ein, zwei Tagen, glaube ich, hat mir jemand geschrieben, dass sie das bei der Maria-Hilfer-Straße in L gesehen hat. Also hatte ich frei, glaube ich, oder habe ich Urlaub gehabt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich sofort hingefahren, habe das in L rausgesucht, habe das anprobiert und bin bei der Kasse gewesen und habe es dann umtauscht. Ich war so froh, dass ich diese Preisdinger, ich bin so froh, dass ich diese TK Maxx Haul Video immer sammle, weil ich da diese Preisdinger nicht runtergebe. Aber wenn das nicht oben ist, nehmen sie es nämlich nicht mehr zurück. Es war relativ teuer, es hat 24,99 € gekostet, aber ich wollte das unbedingt haben. So für Schulungen oder so mit einem schwarzen Blazer dann, finde ich das echt schön. Und ich mag das, das finde ich urschön. Ich habe es auch vor kurzem wieder gesehen, das Kleid. Machen wir mal weiter. Ich bin ein bisschen ausgeflippt und habe vor kurzem mir ein Duschgel beim TK Maxx mitgenommen. Ihr habt es vor kurzem aus meinem Sammlungsvideo gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hingeben soll. Aber das hat so gut gerochen. Ich habe das die ganze Zeit in der Hand gehabt. Bin die ganze Zeit durch den ganzen TK Maxx gelaufen. Es hat jetzt 3,99 € gekostet. Eigentlich fast so wie ein Trekkle Moon Duschgel. Aber es riecht so geil. Es riecht einfach so geil. Wie so eine
Sahne mit Zitrone und Limette. Also es riecht so, so gut. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr das auch finden werdet. So sieht das aus. Ich habe mir noch nie Duschgel beim TK Maxx gekauft. Noch nie, deswegen, ja. Dann habe ich mir eine Tasse gekauft. Keine Ahnung wieso. Die hat 2,99 gekostet und die stand bei der Kasse und ich musste die unbedingt haben. Wegen dem Spruch. Wir lassen uns nicht hetzen, wir sind bei der Arbeit und nicht auf der Flucht. So geil. Ich glaube, den brauche ich sowieso für die Woche. Für die kommende Woche jetzt. Den brauche ich dringend für die Woche. So. Dann habe ich noch Ohrringe mir gekauft. Das Heferl habe ich euch jeden Preis gesagt. Die Ohrringe haben 16,99 gekostet. Ich habe ja auch die mal mir beim TK Maxx gekauft. Die sind nur jetzt nicht mehr so schön. Und ich habe nichts gefunden an dem Tag. Und weil ich Zwang hatte, was zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Gutschein war. Habe ich Ohrringe gefunden und die sind so schön. Die sind so, so schön. Also ich habe mich sofort in die verliebt. Schaut euch das mal an. Ich wollte euch unbedingt dieses Video abdrehen, damit ich die endlich mal tragen kann. Ich finde die so, so schön. Deswegen mussten die einfach mit. Ich habe die gesehen, ich bin nur an denen vorbeigegangen und musste die mitnehmen. Das ist sogar Sterling-Silber. Steht zumindest drauf. Ob es wirklich das ist, weiß ich nicht. Aber steht drauf. Dann habe ich mir Reinigungstücher mal mitgenommen. Ich war mir am Anfang sehr unsicher. Ich habe nämlich zwei Packungen in der Hand gehabt. Eine Granatapfel und eine Kokos. Die Kokos habe ich jetzt mitgenommen. Um 4,99 €. Relativ teuer. Aber da ist so viel drinnen. Und ich schreibe mit einer so gern hin und her. Wir schicken uns auch immer Fotos, wenn wir beim TK Maxx sind oder aufgebraucht Sachen oder was wir gerade leer kriegen, wo wir ein Hit the Pain kriegen. Urcool. Ich mag sowas voll gerne. Und sie hat mir mal geschrieben, beziehungsweise mal aufgebraucht gehabt, solche von TK Maxx. Und sie mag die. Und ich habe jetzt, der Yves Rocher hat auf der Hilferstraße zugemacht. Also er ist jetzt noch offen, aber hat schon zugesperrt gehabt. Da war schon die Sperrstunde. Und ich habe Reinigungstücher gebraucht. Deswegen habe ich mir die jetzt mal mitgenommen. Bin gespannt, wie die sind. Bin wirklich gespannt, wie die sind. Da steht nämlich für sensible Haut drauf. Und ich finde die Verpackung so schön. Also die Verpackung ist echt schön. Nur 5 Euro finde ich halt echt heftig. Also ich weiß nicht, ob ich mir die wieder nachkaufen würde. Dann, bevor wir zu meiner Lieblingsmarke kommen, habe ich was anderes mir gekauft. Der komische Security-Typ hat mir das nur abgerissen, weil da eine Sicherung drauf war. Der war sowieso ein Vollidiot, aber egal. Um das geht's jetzt nicht. Das hat 19,99 € gekostet. Da steht jetzt drauf, dass es Normalpreis 31,20 € kosten würde. Die Rede ist von den Clarins Detox Booster, den, was ich auch als Probe habe. Und ich liebe den. Die Probe finde ich schrecklich, weil das kann man nicht dosieren. Aber eben, das ist viel leichter zu dosieren und da gab es das Blaue auch. Und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich das Blaue nicht auch genommen habe. Aber es ist eh genug. Das reicht vollkommen. Ich will natürlich vorher meine Proben aufbrauchen, bevor ich das anfange. Jo. Mit grünem Kaffee sogar. Ja, da bin ich echt happy. Also ich habe jetzt vor kurzem nachgeschaut. Bei uns kostet es sogar noch mehr. 38,95 € glaube ich, und ich habe es um 20 € gekriegt. Also ich weiß, eigentlich sollte ich das ja nicht sagen, weil ich ja das auch verkaufe, aber ich finde das so cool, dass der TK Maxx das viel günstiger hat. Es ist böse, ich weiß, aber ich finde das so cool. Also ich bin begeistert. Ich kann gar nicht begeisterter sein, als ich jetzt eh schon bin. Dann habe ich noch zwei Elizabeth Arden Sachen und ich zeige euch das zuerst, weil ich habe noch eine angefangene Packung und zwei Backups jetzt. Und ich darf mir keine mehr kaufen, weil jetzt habe ich genug. Also da sind 50 Stück drinnen. Ja, und das, da komme ich lange aus. Das sind diese Pads, was so schon hier um 18 €, was ja in Original viel, viel teurer sind. Dann habe ich noch gefunden von Arden natürlich die Augenkapseln. Da war ich echt glücklich drüber, weil ich habe die letztes Mal bei dem TK Maxx gesehen. Ich gehe ja immer Gewerbepark oder Hilfer und das habe ich in Gewerbepark gefunden. Das sind die Augenkapseln von Arden. Das kann man auch nicht sehen, weil das so spiegelt. Ja, war jetzt auch teuer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel. Ich habe das schon runtergenommen, das Plastik. Wie viel haben die gekostet? Ich weiß es nicht mehr.
Ich finde auch keine Rechnung, komischerweise, von dem Einkauf. Ist das da drin? Nö. Ich finde keine Rechnung von dem Einkauf, komischerweise. Aber ich glaube so 18 Euro, glaube ich. Ja, ich weiß, es kommt natürlich viel zusammen, wenn man da 20, 18, 5, dann 17. Es kommt da wirklich viel zusammen. Das braucht man mir nicht sagen, ich weiß das. Ich habe es beim Primark gesehen, es hat so weh getan. Das hat wirklich weh getan. Oh Gott. Deswegen gehe ich so ungern da rein. Aber ich liebe das. Ich bin begeistert von Aden. Also das ist eine meiner allerliebsten Marken. Wirklich, das wisst ihr eh schon. Ja, das war's jetzt mit dem Tiki Max Haul. Ich bin froh, dass ich die Sachen jetzt endlich waschen kann. Zumindest mal den ersten Teil. Ja, ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ich jetzt die Unterwäsche in dem Primark Haul auch herzeigen soll. Ich bin mir irgendwie unsicher. Ich will das irgendwie nicht, aber die BHs sind sehr schön. Besonders der eine gefällt mir gut. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Weil ich habe häufig nur Unterwäsche gekauft beim Primark und halt noch ein paar andere Sachen. Das seht ihr aber dann sowieso in dem Video. Ja. Ich kaufe generell viel Klamotten, wenn ich dort bin. Mehr als beim Tiki Max. Ich meine, jetzt war auch viel dabei, aber sonst ist es mehr als... Wie war das jetzt? Nein. Im Primark ist es mehr als im Tiki Max. So. Und deswegen schreibt mir mal, ob ihr das sehen wollt. Ich überlege noch die ganze Zeit hin und her. Aber wenn ja, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich zeige euch halt nur den BH und keine Tragebilder. Natürlich, so deppert bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber dann zeige ich euch wenigstens die BHs. Weil die Unterhosen beim Tiki Max habe ich euch ja auch kurz gezeigt. Also könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob euch das interessiert. Ja, schreibt mir das mal. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde jetzt wieder sammeln. Natürlich gehe ich jetzt nicht zwangshaft zum Tiki Max. Falls ich wieder was finde, werde ich wieder sammeln. Und ich zeige euch das dann in dem nächsten Tiki Max Haul. Weil der letzte war ja ein Tiki Max und noch was. Kann mich jetzt nicht erinnern, was das war, weil da hatte ich ja schon so viel gesammelt. Also das nächste Mal will ich wieder ein Einzelhaul machen. Ihr wisst ja, ich bin ein Tiki Max Junkie. Brauche ich euch ja nicht sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, sagt's mir Bescheid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!